Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr hier seht, ist ja das Lava-Legenden-Paket raus. Hier haben wir zum Beispiel die Lava-Version vom Battlehound, der Valkyrie, diesem geilen Drachengleiter und natürlich den Backpacks, nämlich den halt vom Battlehound und von der Valkyrie. Richtig cool und ich hole mir das mal direkt. Ach ja, und an diesem Tag ist ja auch noch diese geile Lackierung drin, die ich mir jetzt auch safe kaufen werde. Yep. Und by the way haben wir jetzt auch einen Creator-Code, falls ihr den eintragen würdet, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ihr würdet uns auf jeden Fall sehr, sehr unterstützen. Code ist GGP. Und by the way, falls ihr das Bundle kauft, zählt das, glaube ich, auch noch mit dazu. Ich werde jetzt meine ganzen Meinungen zu den Sachen sagen und euch auch in-game die ganzen Sachen zeigen. Aber Leute, ganz sicher werde ich jetzt euch nicht belügen. Ich werde meine komplett wahre Meinung sagen dazu. Okay, schauen wir erstmal rüber. Hier haben wir die Skins. Nämlich sie hier. Und das war die Originalversion, die erste. Und den Schlachtenhund. Und hier ist die neue Version. Also da muss ich sagen, auf den ersten Blick, sie hier finde ich jetzt ganz gut eigentlich. Aber ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt viel besser ist als die. Eher nicht. Aber beim Schlachtenhund muss ich schon sagen, dass ich die zweite Version viel, viel geiler finde. Also schaut euch das einfach mal an. Und dann noch mit diesem Backpack. Zu den Backpacks kommen wir jetzt gleich nochmal. Genau, hier ist auf jeden Fall vom Schlachten und hier das Original. Und schaut euch einfach das nochmal an. Oh mein Gott, das sieht... Also da sind auch diese Effekte, wie man sieht. Ja, ich glaube, das sieht man einfach, oh, wenn man sich so dreht auch. Und bei den Flügeln haben wir das hier. Die Originalflügel. Und die finde ich aber viel, viel geiler auch wieder. Leider gibt es ja gar keine Spitzhacken drin, aber dafür Gleiter. Und schaut euch den an. Wow. Also, ich meine, den habe ich auch schon sehr gefeiert. Aber ich muss sagen, da finde ich die eher so ungefähr gleich gut. Wenn man aber bedenkt, dass man für den anderen allein 1500 zahlen musste und für das Pack 20 Euro, ja, dann sollte man sich den anderen Gleiter eher weniger kaufen. Boah, da spuckt er noch Feuer. Wenn man den noch nicht hat, sollte man am besten nur das hier kaufen, falls man am Überlegen ist. Wenn wir schon dabei sind, zeige ich einfach nochmal ganz kurz die Magma-Lackierung, da ich sie mir ja eh gekauft habe. Und wow, also dieser animierte Effekt ist meiner Meinung nach, ich weiß nicht, entweder die im Battle Pass die letzte oder die hier ist am geilsten. Aber ich glaube, die hier finde ich ein Stück geiler. Wobei die im Battle Pass auch sehr, sehr geil ist. Die allerletzte, die lila, ne, da. Boah, schaut euch das an. Boah, bei der Sniper auch, wow. Krank. Lel. Egal, dann würde ich sagen, sehen wir uns in-game. Also hier, ich zeige jetzt auf jeden Fall noch alles mögliche, Schießen und so weiter. So läuft das Skin. Also wie gesagt, ich finde den Skin an sich jetzt nicht so krass, aber schlecht finde ich ihn jetzt nicht, klar. Aber die Flügel, boah, die reißen natürlich alles raus. Und ich sage auch wirklich meine echte Meinung, Leute. Also jetzt nicht denken, dass ich euch verarsche oder so. Ich meine, ihr seht es ja auch selber. Ich denke mal, einige finden das auch hier geil. Den Waffenskin zeige ich jetzt auch gleichzeitig mit dem Zielen und so weiter. Da ich das ja eben im Skin zeigen will. Und hier, ja, da sieht man ja die Sicht halt auf jeden Fall. Ja, man sieht ein bisschen was von den Augen auch noch. Ich schlage mal auch noch mal ein bisschen zu mit der Spitzhacke einfach. Die Spitzhacke spielt natürlich keine Rolle, aber damit man so sieht, wie das Kind zuschlägt. Und dann natürlich noch der Gleiter. Bam. Come on. Let's go. Come on. Ich will jetzt Feuerspeit. Speifeuer. Jetzt. Ja. Geil. Geil. Oh mein Gott. Das sieht schon krass aus, Leute. Das sieht schon krass aus, oder? Boah. Okay. Let's go. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rüber zu dem Schlachtenhund. Also in-game bestätigt sich das Ganze auf jeden Fall nochmal. Schaut euch das mal an. Also der Skin ist ja mal heftig geil. Boah, also mit dem brennenden Kopf und so weiter. Heftig, Leute. Heftig, heftig. Ich ziehe mal so. Boah, die Ansicht auch. Schaut euch mal an. Man sieht da ein bisschen mehr dann. Man sieht auch seine lilanen Augen, seine Bösheitigkeit. Seine Haut ist auch etwas blass so in der Art. Das war aber bei der Valkyrie auch. Ja. Auf jeden Fall nichts im Vergleich zum Original, meiner Meinung nach. Also, dagegen ist das Original ein Witz. Also, schaut euch den Skin mal an, wie geil der einfach aussieht. What the fuck? Den Gleiter haben wir ja vorhin schon gesehen, aber ich mach's mal so. Ich zeige euch einfach mal den hier, weil das ist mir vorhin aufgefallen von der Sicht. Boah, krank. Krank, Leute, krank. Meiner Meinung nach einer der heftigsten Skins, den es aktuell gibt, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich zeige noch die Backpacks dann gleich noch im Spind. Und wir sehen uns dann jetzt dann gleich. Also Fazit zu dem Pack ist auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Pack, meiner Meinung nach. Ich zeige jetzt mal auf ein paar Skins einfach. Ich kann jetzt auch nicht auf jedem Skin drauf zeigen, das ist ja auch klar. Aber ich muss ja sagen, ihr habt es ja selbst auch gesehen,
Die Backpacks sind auch heftig geil oder allgemein das ganze Pack. Meiner Meinung nach lohnt es sich schon. Also, da würde ich vielleicht sogar fast schon sagen, für die, die das vorher hatten, vielleicht auch. Aber man muss halt natürlich immer selbst wissen, ob sich das für einen lohnt oder nicht, weil ist halt natürlich immer noch 20 Euro, meine Freunde. Also 20 Euro für dieses Pack finde ich ist auch auf jeden Fall in Ordnung. Ich meine, wir kriegen zwei legendäre Skins, einen legendären Gleiter. Ja, das war's. Aber die Backpacks sind ja auch noch dabei, die heftig geil sind. Ja, kann ich nicht viel dazu sagen. Ist halt immer noch eure Sache, ob ihr es kauft oder nicht. Aber meiner Meinung nach ist es richtig, richtig cool. Der Backpack, muss ich sagen, ist auch heftig geil. Aber von der weiblichen Version ist der Backpack viel, viel cooler. Dafür ist aber der Skin vom männlichen, finde ich, viel, viel cooler. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch nochmal die Flügel dann an jetzt gleich. Sind halt natürlich schon etwas groß geraten, die Flügel. Aber man kann sie, denke ich mal, immer noch spielen. Man muss halt immer schauen. Also vom Ding her sind die natürlich nicht so gut, weil sie so riesig sind, wie gesagt. Aber sie sehen halt geil aus und deswegen werde ich sie schon oft spielen. Oh je. Schauen wir mal hier. Also, Fazit auf jeden Fall nochmal. Meiner Meinung nach hat es sich für mich jetzt auf jeden Fall schon gelohnt. Aber wie schon immer gesagt, ihr müsst für euch immer selbst wissen, ob das sich für euch lohnt und ob ihr dieses Geld in dieses Pack überhaupt rein investieren wollt. Boah, aber die Flügel, wie gesagt, die sehen halt echt, echt heftig geil aus. Ich denke auch, also meiner Meinung nach sind es bis jetzt die geilsten Flügel, die es hier gab. Das ist irgendwie so, immer die neuesten sind immer die geilsten. Aber naja, schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. Boah. Ja gut, Leute, dann hoffe ich natürlich, dass euch das ganze Video hier gefallen hat und dass ich euch einen Einblick über dieses Bundle verschaffen konnte. Und ja, falls ihr das Ganze kauft oder allgemein irgendwas im Shop kauft, würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Code GGP eingeben würdet. Dann würdet ihr uns supporten und ja, wird uns auf jeden Fall freuen. Kuss geht raus. Ich würde auch noch sagen, falls das Ganze euch eben gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und falls ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao!